8 Oxygen Fam, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Viele liebe Grüße aus Westafrika. Ich bin hier inmitten der Sonne. Wir haben fast 40 Grad heute. Es ist unfassbar. Ich möchte die Zeit nutzen, um dir ganz viel positive Kraft und Energie zu schenken. Die Reactions sollen dafür sorgen, dass deine positive Energie aktiviert wird. Ich werde niemals eine Reaction machen, die dich irgendwie runterzieht und irgendwie Stress gibt. Ich mag Jizzes derbe gerne. Jizzes ist featuring Alex hier am Start. Ich werde dieses Video gleich machen. Jizzes ist aus Hamburg. Jizzes ist korrekt und cool. Und deswegen kriegen die Jungs sowieso immer meinen Support. Wir sind aus Hamburg, wir trinken vom gleichen Grundwasser und das muss man supporten. Das gehört einfach dazu. So sind wir in Hamburg. Wir sind Support, wir zeigen Support. Und an dieser Stelle lege ich los. Ich hoffe, ihr genießt die Reaction und ich werde hier so ein bisschen meinen Senf beigeben. Aber es soll alles am Ende eines Tages Spaß machen. Ich möchte, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr euren Tag spaßig macht heute. Wie der Samstag gut sein wird für euch. Bleibt ihr, ich meine, ihr werdet zu Hause bleiben. Macht ihr Workouts? Geht ihr an den See joggen? Kann man in Deutschland noch am See joggen gehen? Oder muss man da jetzt auch eine Maske tragen? Wie ist das? Schreibt mir in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und ich dive jetzt natürlich direkt rein in die Reaction, ohne weiterhin viel Zeit zu verlieren und zu verschwenden. Schöne Grüße an die 187 Jungs. Special Shoutout an Jizzes. Immer respektabel, immer respektabel, immer korrekt. Hey! Let's go. Hey! Original-Szenario. Ich glaube, das wäre echt so, wenn es so wäre. Also, ja. Das ist halt, das ist ein Charakter, weißt du? Ist ein Charaktertyp, Mann. Ja, ja. Handys im Knast, das gibt es. Mehr sage ich dazu nicht. Der Moment, wo dein Kollege dich aus dem Gefängnis anruft und auf einmal, oder beziehungsweise der krasseste Moment ist, wenn dein Kollege dir über WhatsApp eine Nachricht schreibt. Alles aus. Weiter geht's. Ich habe nichts gesagt. Du hast das Geld nicht bezahlt. Besuch dich am heiligen Tag. Gib dir nicht alle das was. Respekt hart und bist dein Inventar. Das ist halt das Ding mit diesen, man hat das Geld nicht bezahlt. Wieso bezahlen Leute in 2020 das Geld nicht? Wir brauchen alle unser Geld. Weißt du, was ich meine? Let's go, let's go, let's go. Du bist ein Gott in meinen Augen und wenn ich dich sehe, klatsch ich dich an die Wand. Ey. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Außer der Kohle ist nichts interessant. Guck mal, ich finde, beziehungsweise finde ich das nicht nur, ich bin mir sehr, sehr, das Kissen geht mir auf die Nerven. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass Jizzes unterschätzt wird. Ich glaube, er ist einer der härtesten MCs dieses Landes. Ich glaube, er ist einfach der krasseste MC. Wie smooth sind wir gerade über die Bars gerutscht? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich gehe nicht in Publisher für Insta. Ich schreibe für lieber privat. Er geht nicht in... Er hat Insta. Er schreibt ihr lieber... Und wenn ihr Pussy behindert, und brauchen die wieder bezahlen. Und wenn ihr die Gase aufs Ganze, besorge dich das von der Tanke. Auf einmal sind ganz... Guck mal, das ist halt dieses Harte nach vorne, ne? Dieser in die Fresse rein, Rhyme, authentisch. So ist es halt, Punkt aus Ende im Gelände, weiter geht's. Aufriss, Beste, du fixst Reste. Weißt du, Aufriss, Beste, du Reste, Sagt Jonas, du spielst gerade verrückt. Schieß mich Freitag ins Koma und wieder zurück. Kollektiv, mach das Geld im Kollektiv. Es gibt keine dummen Fragen, aber ich frage trotzdem. Findet ihr, Weed ist eine Droge? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Guck mal, das Ding ist, das ist natürlich jetzt auch für die Community, für ein bisschen die Knast-Community auch ein interessantes Ding, weil das bisschen Homage an die Knast-Community. Die Jungs gibt es ja auch, ne? Die werden immer so vergessen, ne, wenn sie hinter Gittern sind. Aber die Jungs gibt es auch. Das ist eine ganze Bewegung. Diese Knastbewegung, Leute, ist eine ganze Bewegung. Und für die ist das, glaube ich, voll krass, weil die können auf jeden Fall relaten. Die wissen ganz genau, was es heißt, ein Handy ins Gefängnis zu schmuggeln und vor allen Dingen hinter Gittern noch so ihre Dinge am Laufen zu haben. Weißt du, ne? Ich sag ganz ehrlich, ich bin wannabe, ich habe keine Ahnung, aber ich versuche mich in diese Lage hineinzuversetzen. Oh, hauer, hauer weh. Ich bin am Überlegen, wie die das gemacht haben. Wisst ihr, wo diese...
Oder Pflanzen tanzen im Zimmer, auch noch verborgen. Hoch aus Landschaft, gelernt zu schnell, wie man Kohle ranschaut. Wie doch, ich sag ihm, sucht euch eine Therapie. Sucht euch eine Therapie, ist auch eine Ansage. Das ist immer das, was ich sage, wenn ich merke, es geht way overboard. Ich sage auch gerne so Sachen wie, ich kann dich auf jeden Fall nicht therapieren, Level Up wird nicht reichen, aber ich habe einen guten Therapeuten für dich. Ganz ehrlich, Therapie zu machen ist nichts Verwerfliches. Ich glaube, wir brauchen alle irgendwann in unserem Leben eine Therapie. Auch wenn du das Level Up Coaching machst, ganz ehrlich, kann es dir nicht schaden, auch einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Ich liebe Psychotherapien, ich sag ehrlich, was es ist. Dann weiter geht's, sag, habt ihr mich schon mal live gesehen? Sex im beidseitigen Einvernehmen, sie kann sich dem wie ein Leichtathlet. Guck, wie alles jetzt einfach geht, seit mein Rapstar ist und die Scheibe zählt. Okay, auch speziell von dem reinen Ablauf, ja? Und diese rohe Präsenz ist bei Jesus halt einfach gegeben. Rohe Präsenz, raw, raw. Jesus ist auch so, der ist auch privat so, der ist einfach so. Das Ding ist auch, wenn du so Weichei-Rap hast, ne? Ich nenne das jetzt einfach mal so, Weichei-Rap. Dann freust du dich halt auch mal über so stabilen, straßenhoodigen, rohen Rap, weißt du? Ich finde das gut, dass die Thematik angewandt, was? Warte mal ganz kurz. Ich finde das gut, dass die Thematik des Knasts behandelt wurde, denn wie gesagt, es ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Selbst der kriminelle Aspekt ist ein Teil unserer Gesellschaft. Leute, es gibt Kriminalitäten, von denen ihr meint, dass es keine Kriminalitäten sind, beziehungsweise gibt es Menschen, von denen ihr denkt, dass sie nicht kriminell sind, aber sie sind noch krimineller als jeder Einzelne, der im Knast sitzt. Leute, wisst ihr, was ich meine? Es gibt ein paar Menschen, die Impfungen verkaufen wollen. Okay, mehr muss ich nicht sagen. Interesting. Was sagt ihr zu dem Video? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer von der 187 Crew ist euer Lieblingsrapper? Ist es die ganze Rasselbande? Like, ist die ganze Straßenbande nicht Rasselbande? Mann, ist doch keine Rasselbande, Jennifer. Straßenbande, nicht Rasselbande. Okay, wen mögt ihr am liebsten? Mögt ihr die alle im Kollektiv zusammen? Bones, Maxwell, Jesus, Alex. Habt ihr den Hahn gerade gehört? Habt ihr diesen Hahn gerade gehört? Anyways. Wie geht's euch? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Ich bin im Herzen bei euch. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Die Partys sind hier wieder im vollen Gange. Die Shisha-Cafés sind im vollen Gange. Ich vermisse meine Mama. Aber ich weiß, meiner Mama geht's gut. Ich bin connected mit ihr, spirituell. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich liebe euch, ja? Auch wenn das so pauschal klingt und auch wenn ihr jetzt so denkt, hört ihr diesen Hahn? Auch wenn ihr so pauschal denkt, ja, du liebst uns, du kennst uns doch gar nicht. Doch, ich kenne euch. Ich lese eure Kommentare und ich fühle mich euch verbunden. Ich bin an einem Ort des Friedens, ich bin im Paradies. Ich sag ehrlich, wie es ist. Wenn ihr auf Erden ein Paradies sucht, dann müsst ihr hierher kommen. Dieses Zusammenspiel an Menschen und Menschlichkeit ist so wunderschön. Und wenn ich diese Songs sehe und darauf reagiere, bin ich stolz. Ich bin nicht nur stolz, weil dieser Hahn, ey, das soll man nicht so übertreiben. Ich bin nicht nur stolz auf Deutschland, weil Deutschland trotz alledem Stress, welches es hat, stabil bleibt, sondern ich bin stolz, weil das mein Zuhause ist. Deutschland hat mich gemacht. Ich bin jetzt in diesem Paradies und kann die Skills, die ich gelernt habe, hier in diesem Paradies anwenden.
Zum Beispiel ist Live-Coaching überhaupt gar kein Faktor in Ghana, was total schwachsinnig ist. Ich verstehe nicht, wieso es kein Faktor ist. Die Leute gucken dich mit so großen Augen an und sind so, hä, was ist das? Aber bei uns ist es normal geworden, dass es Coaches gibt, dass man sich coachen lässt, dass man sich therapieren lässt. Und das hat Deutschland gemacht. Und wenn ich Jesus sehe, wenn ich die Jungs sehe, dann macht mich das stolz, weil die sind aus meiner Stadt, weißt du? Deswegen bekriegt euch nicht. Bekriegt euch nicht mit Leuten, die aus eurer Stadt kommen. Representet immer. Representet eure Stadt immer. Sorgt immer dafür, dass ihr die Flagge hochhaltet für eure Leute. Wir müssen das weltweit lernen. Ey, ich habe so viel von den Türken gelernt. Ich sag immer, der Türke mit einer Dönerkette ist mein Lieblingstürke. Das ist der attraktivste Türke in meinen Augen, weil wie viel Arbeitsmoral musst du haben, um eine Dönerkette zu haben? Überleg mal, diese Dönerketten-Jungs, ne? Diese Dönerketten-Ali-Jungs, ne? Vorbei. Die Loyalität in der Familie muss stabil sein. Die Arbeitsethik muss da sein. Und der Fleiß, dieser Fleiß, den diese Leute an den Tag bringen und wie sehr sie ihre Kultur repräsenten, ist für mich manchmal ein Rätsel, wie man das so gut hinkriegt, aber auf der anderen Seite super bemerkenswert. Und deswegen macht mich das stolz. Deswegen macht es mich auch stolz zu reagieren auf unsere Leute, auf meine Leute in Deutschland. Ihr müsst wissen, hier in dieser Welt sagt man, ich bin eine Deutsche. Ich bin nicht von hier. Für die Leute hier bin ich deutsch. Das ist genauso wie in Amerika. In Amerika war ich immer so, oh Mann, ey. Voll der Allmann. Aber es ist nun mal so. Ich habe mich damit abgefunden, stolz darauf zu sein. Stolz darauf zu sein, dass ich aus Deutschland komme, dass Deutschland mich geprägt hat. Trotz allem. Trotz der negativen Seiten gab es auch und gibt es auch krasse positive Seiten, die man hervorheben muss. Als Repräsentant für sein Land. Und das bin ich gerne hier. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren. Und im Verlauf des Tages kommt noch ein weiteres Motivationsvideo, welches ich hier gewiss verlinken werde, wenn ich es nicht vergesse. Schreib in die Kommentare, auf wen ich als nächstes reagieren soll. Und ich hoffe, dir hat die Reaction Spaß gemacht und ein bisschen positive Energie gegeben. Bis dann. Tschüss.